wie man einen künstlichen See in frühen Versionen macht, in der das Wasser sich, in der Wasser sich nicht auf Wasser zu soliden Blöcken verbindet. Deswegen muss man hier auch noch völlig aufpassen, wie und wo man Wasser schöpft an der Quelle, weil das ganz, ganz schnell sehr hässlich aussehen kann. So, das ist jetzt, ist mir egal. Die kann ich jetzt auch alle schon wegmachen. Jetzt sind wir hier noch eins und da noch eins und jetzt ist die zweite Ebene vom Teich auch voll. Und die müssen wir jetzt nochmal auffüllen. Dafür haben wir jetzt hier am Rand wieder unsere unendliche Quelle. Naja. Uns läuft das jetzt ja quasi immer weiter. Nur dass man jetzt halt hier von dieser Seite aus auffüllen muss. Also immer weiter hier den Teich quasi füllen muss. Wo halt Wasser hin muss dann. So. Gut. Also zum Beispiel jetzt hier muss ein Eimer hin. Da muss ein Eimer hin. Das kann ich von hier. Wenn ich nicht wieder was, sondern auch von hier hinten müsste es gehen. Genau. So. Jetzt sieht man dann hier auch immer schön. Wo das zu Problemen führt. So, und jetzt hat man hier die nächste Ebene, wo du den Erde wieder wegmachen musst. Und jetzt sieht man auch, was das für eine blöde Arbeit ist, einen Teich künstlich anzulegen in diesen Minecraft-Versionen. Viel Spaß dabei. Das werde ich jetzt wahrscheinlich genau ein einziges Mal machen. Tschüss! Und dann nie wieder, weil das einfach eine so eine blöde Arbeit ist. Und ich darauf eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Aber ich wollte hier einen Teich haben und deswegen mache ich das jetzt. Und hier muss noch ein Block hin, weil ich hier eine solide Wasserquelle hinmachen muss. Dann hier den Dirt erstmal wieder einsammeln, dass wir den nicht. Na, super geil. Da muss man hier auch höllisch aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine Wasserressource klaut, die du nicht klauen darfst. Ansonsten ist es ganz, ganz schnell vorbei mit deiner schönen Wasseroberfläche, die nicht fließt. Und hoch hier. So. Hier kann ich das auch schon mal dicht machen und dann geht das jetzt hier immer weiter. Jetzt geht's. Man macht immer hinten schnell noch fertig. Jetzt haben wir nur noch hier so einen Block. Und jetzt müssen wir noch einen einzigen Eimer machen und dann hier hinfallen. Schon ist unser Teich fertig. Was heißt ja schon? Hat ja nicht lang gedauert, ne? Nur so 7 Jahre. Gut.
sollten vielleicht auch irgendwann anfangen, hier das Ding grün zu bekommen. So spontan. Na, jetzt sieht man auch ungefähr, wie blöd ätzend das ist, in den tieferen Teich mit soliden Wasserblöcken zu machen. So. Gut. Jetzt haben wir noch 4 Stacks Erde. Was mache ich jetzt mit denen? Vielleicht auf dieser Seite den Weg noch ein kleines bisschen verbreitern. Das denke ich, es könnte sich als ganz schön herausstellen. Na, hier muss dann jetzt irgendwas ein Hügel dann hin. Man sieht ja schon, allmählich kämpft sich das Gras weiter nach vorne. Und ich glaube fast, ich habe alle Stücke miteinander verbunden, sodass die zumindest irgendwann mal grün werden. An der Stelle, wo sie jetzt sind. Ist das nicht toll? Hier mal noch ein bisschen breiter noch. Nee, ich soll da nicht direkt an der Hügelkante verlaufen, sondern vielleicht doch ein bisschen weiter drin. Das ist doch wirklich der Weg verlaufener. Gut. Dann jetzt als nächstes heißt es, den Kiesweg herzurichten. Machen wir jetzt hier überall die Feldeingänge. Von denen man eigentlich nur jeden zweiten bräuchte. Wir bräuchten hier auch tatsächlich, fällt mir gerade auf, einen Aufgang eigentlich. Den wir noch nicht gemacht haben, weil da unten Bäume stehen, die ich jetzt aber nicht abfällen will. Also nicht wirklich. Besseres zu tun, ich will doch einen Weg bauen, keine Bäume fällen. Außerdem wollten wir noch die Felder hacken und, oh Gott, ich wollte so vieles tun heute. Wobei, die Felder können wir erst hacken, wenn wir hier vorne alles zugemacht haben. Dafür wollte ich erstmal noch wissen, womit ich das überhaupt zumachen will. Das heißt, als erstes holen wir uns jetzt mal den Kies. Und dann gehen wir hier hoch. Stellen erstmal fest, dass hier jede Menge Schweine sind, die hier eigentlich gar nicht hin sollen. Weil hier ein Feld ist. Naja, kann man jetzt nichts dran ändern. Jetzt sieht man dann schon so in etwa, wie ich mir das mit diesem verlaufenden Weg vorstelle. Das soll da ein. Man sieht hier jetzt schon, es ist bei weitem nicht alles, was vor Kobbel war, wird jetzt zu Kies. Nur das Ding ist halt, irgendwo muss man ja, alles verbinden, weil man sonst keine wirkliche Möglichkeit hat, hier alles. Ich verbaue mich sehr oft. Nur hier an der Stelle möchte ich jetzt dann doch einigermaßen solide bleiben. Hier jetzt halt noch die Ecken hier mit Erde ausfüllen. Und hier, was jetzt alles halt noch braun ist, wird er später eh noch grün und vielleicht wird es dann auch später mal wieder ein saftigeres Grün als das Grün, was ich hier aktuell habe. Was eher ein Gelb ist. Ich glaube halt echt, ich bin in einem Wüstenbiom gelandet. Was halt schon echt ziemlich fail ist.
So. Oh, ah, jetzt geht denn hier der Weg zum Häuschen ab und es trifft sich ja gut, dann kann ich den auch gleich einbauen. Der Weg zum Haus sieht eigentlich auch noch relativ gut in Schuss aus. Das würde darauf schließen, also ich würde es darauf schließen, dass das Haus noch bewohnt ist. Ah, jetzt habe ich den Hund vergessen mitzunehmen, ich Idiot. Naja, gut. Ja, der bleibt jetzt da erstmal sitzen. So. Wow. Gut, die Erdblöcke hier drin waren jetzt halt nicht wirklich grün, fällt mir gerade auf. Die jetzt da quasi im Weg eingeschlossen sind. Von keiner Seite mit dem Gras verbunden sind. Vielleicht soll ich das nochmal überdenken, da Erde reinzupacken. Ich meine, vielleicht kann ich hier einfach durch das Überbauen des Weges das Gras dann dazu bringen, hier alles zuzubuchern. Sieht halt jetzt ein bisschen komisch aus, aber es dient lediglich dazu, dass in die Löcher das Gras reingeht. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten wird es, sieht das dann dämlich aus. Hier ist jetzt eh, ja, wobei, doch, das passt zu weit. Also, ich denke, das kann man so eigentlich anbieten. Also ich finde es. Vor allem nachdem jetzt ja hier alles schon wieder schön eingegrünt ist. Also quasi in dem Zustand, wie es dann auch im Endeffekt später sein wird. Vielleicht müsste ich dann einfach in der Hütte oben ein bisschen AFK rumstehen, damit der Weg halt sich hier vorarbeitet und das mit dem Begrünen funktioniert und halt auch einigermaßen schnell funktioniert. Oder wir warten einfach und lassen das von selber machen, was sowieso früher oder später passieren wird. Ich meine, das kommt von beiden Seiten. Wird das grün, dementsprechend sollte das eigentlich auch kein Problem sein, dass es irgendwann funktioniert. Hier wollte ich künstliche Hügel mit reinbauen. Auf die Seiten hier. Könnte ich eigentlich auch schon mal mit anfangen.